für die CDU-CSU-Fraktion. Ich bitte die Kollegen bitte gleichzeitig, ihre Gespräche einzustellen und dem Kollegen zuzuhören. Das ist auch ein Gebot der Fairness, des Umgangs untereinander. Herr Brandl, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will Ihnen vier Gründe nennen, warum wir diesem Mandat gleich zustimmen sollten. Der erste Grund ist, Mali liegt mitten in dem Pulverfass Sahelzone. Die Sahelzone erstreckt sich durch ganz Afrika von Senegal im Westen bis rüber nach Äthiopien im Osten. Keines dieser Länder ist bisher Ausgangspunkt für Migration. Aber fast alle dieser Länder haben interne Konflikte, die schwelen, sei es durch Separatistenbewegungen oder durch verstärkten, in den letzten Jahren verstärkten islamischen Terrorismus. Es ist unser sicherheitspolitisches Interesse, diese Region zu stabilisieren. Und ich will es bildlich ausdrücken, wenn uns der Sahel zerbröselt, dann bricht ganz Nordafrika weg und dann gibt es kein Halten mehr. Der zweite Grund: Mali ist deutsches Schwerpunktland in Afrika. Wenn wir in einem Land einen Beitrag zur Stabilisierung des Sahel leisten können, dann ist es in Mali. MINUSMA heute ist ja nur ein Baustein. Wir sind engagiert bei EUTM Mali, der EU-Ausbildungsmission. Wir stellen zum Beispiel bei der Polizeimission der EU EUCAP Sahel Mali den Leiter. Wir sind seit vielen Jahren engagiert in der Entwicklungszusammenarbeit, in der zivilen Krisenprävention, bei humanitärer Hilfe. Und durch diese Schwerpunktsetzung und durch diese langjährige Erfahrung haben wir Ansprechpartner und Einfluss in dem Land. Und die Bundeskanzlerin war ja erst vor wenigen Monaten in Mali zu Gesprächen. Und mit unserer Beteiligung an MINUSMA stärken wir diesen Einfluss in diesem Land. Der dritte Grund ist, Mali oder die MINUSMA ist eine Mission der Vereinten Nationen. Und meine Damen und Herren, wir haben oft in diesem Saal darüber gesprochen, dass wir uns stärker bei VN-Friedensmissionen engagieren müssen. Wir sind der Spitze darin, Ansprüche zu verlieren. Wir sind auch Platz Nummer 4 bei den Beitragszahlern, aber wir sind immer noch Platz 46 bei den Truppenstellern der VN-Missionen. Und meine Damen und Herren, mit diesem Beitrag, den wir heute beschließen, leisten wir einen echten Hochwertbeitrag, den außer uns kein anderes Land oder kaum ein anderes Land in der Form leisten können. Wir stellen Hubschrauber zur Sicherstellung der Rettungskette und wir liefern Aufklärungstechnik, ohne die es überhaupt nicht möglich wäre, in einem Land wie Mali, das dreimal so groß ist wie Deutschland, überhaupt nachzuvollziehen, welche Konfliktpartei sich an welche Vereinbarung des Friedensabkommens gerade hält. Und deswegen ist dieser Beitrag wichtig. Wir stärken mit dem Beitrag die Mission, aber wir stärken auch die Rolle der VN in der Region. Und der vierte Grund ist, meine Damen und Herren, Mali schafft die MINUSMA schafft Sicherheit in Mali. Ohne MINUSMA wäre die malische Regierung und wären die malischen Sicherheitskräfte nicht in der Lage, ihre Bevölkerung und die Hilfsorganisationen vor terroristischen Angriffen zu schützen. Es gibt immer noch verschiedene islamisch-terroristische Gruppen, die versuchen, den Prozess zu unterlaufen und die Bevölkerung durch Terroranschläge einzuschüchtern. Auch mit MINUSMA bleibt die Lage in Mali gefährlich. Aber ohne den Stabilitätsanker MINUSMA würde das Land vollkommen ins Chaos abgleiten. Und auch für Mali gilt, meine Damen und Herren, ohne Sicherheit kein Frieden und ohne Sicherheit auch keine Entwicklung. Und das Bittere bei Mali ist, Mali war vor wenigen Jahren ja noch ein Musterbeispiel in Afrika für Demokratie. Und wir mussten mit ansehen, damals im Herbst 2011, als es darauf ankam, als von Libyen her die bewaffneten Tuareg-Gruppen in das Land einfielen, dass die Regierung von Mali nicht in der Lage war, ihr Land und ihr Volk zu schützen. Und ich erinnere mich an viele Sondersitzungen, die wir damals hier hatten, auch im Verteidigungsausschuss. Und wir mussten mit ansehen, wie schnell es in Afrika gehen kann, dass ein Land, das eigentlich auf einem guten Weg war, plötzlich in die Instabilität abgleitet. Und wir mussten auch mit ansehen,
wie schnell ein Konflikt von einem Land, in dem Fall war es Libyen, auf ein anderes Land mit übergreifen kann. Und meine Damen und Herren, damit bin ich wieder bei meinem ersten Punkt, das Pulverfass Sahelzone. Ein Funke kann in dieser Region einen Flächenbrand auslösen. Und um das zu verhindern, sind wir in Mali aktiv, sind wir bei MINUSMA aktiv. Ich bitte um Zustimmung zu dem Mandat. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Kolleginnen